Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Leute, ich habe mich mal informiert, was so eure Favoriten von Dalton sind und habe mir hier die Top 10 mal hingelegt. Und ja, die haben wir nochmal ausgetestet und wenn du Bock drauf hast, mit mir hier mal so ein bisschen durchzugehen und vielleicht auch ein Stück weit herauszufinden, warum das eure Favoriten sind, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vorab, ich habe einen Code, SINGLECLAUDI, gibt euch 30% Rabatt bei Dalton, weil jetzt gerade ist Singles Week, also gönnt euch hart, wenn ihr möchtet. Das Ganze läuft, wie der Name schon sagt, dann auch nur eine Woche, ne? Und ja, kauft euch nur das, was ihr wirklich braucht, was ihr haben möchtet oder wo ihr einfach mal Interesse dran habt. Denn ich glaube, so eine gewisse Neugierde ist auch mal ganz, ganz gesund, um das so zu sagen. Ich starte jetzt auch mit dem ersten. Das ist das SOS Spot Concentrate. Da habe ich jetzt auch wieder das in der neuen Verpackung hier in Anwendung und ich finde es großartig. Es ist ein Produkt, was ich mir gerne auftrage, wenn ich meine Tage habe, wenn ich hormonell bedingte Unreinheiten habe, hier so um die Mundpartie herum oder wenn ich einfach zu viel Süßigkeiten gegessen habe und einfach merke, okay, da kommt was und ich möchte was Entzündungshemmendes haben, ich möchte auch was Hautberuhigendes haben und das haben wir hier drin. Also das Produkt ist entzündungshemmend, es ist auch mit Panthenol reparierend, ne? Dass wenn dann halt auch schon so wie hier, ihr seht es ja auch in dem Einspieler, so die Unreinheiten da sind, dass das Ganze auch beruhigt und repariert wird. Man muss halt da so ein bisschen drüber nachdenken, dass man da nicht viel von braucht. Ne? Also macht euch das nicht wie ein Serum aufs Gesicht. Das könnte vielleicht ein bisschen zu austrocknend für euch wirken, aber ich gebe mir das wirklich super punktuell auf. Also ich nehme die Pipette raus, ich drücke da ja nicht mal drauf. Ich habe ja unten noch ein bisschen Wasser dran oder Produkt halt davon. Ne? Das gebe ich mir hier dann auf meinen Zeigefinger und dann tupfe ich das nur ganz leicht eben drüber und das reicht vollkommen aus. Wenn ihr zum Beispiel auch nur vereinzelte Unreinheiten habt, könnt ihr das auch super punktuell machen und kurz einziehen lassen, das geht relativ schnell und dann kann man nämlich auch mit dem Serum, was danach so aufgetragen werden könnte, direkt weitermachen. Ne? Also ich finde das Produkt auch wirklich super und fand es großartig, dass ihr das auch wirklich auf Platz 10 gewählt habt quasi und ich kann es empfehlen. Ich finde, es ist nicht nur für unreine Haut geeignet, sondern halt auch wirklich für jede Haut, die entsprechend Unreinheiten hat oder Unterlagerung oder so, weil da hilft es halt einfach. Bei Platz Nummer 9 war ich ein bisschen erstaunt. Ich glaube, ihr wollt alle auch ein bisschen pinky-flinky aussehen, denn da wurde die Pink Splash Moisturizing Mask hingewählt. Im Prinzip ist das auch wirklich eine komplett basic Tuchmaske, die auch dieses Hydrogel hat, was super anschmiegsam ist. Man sieht damit halt nur super witzig aus, ne? Hier ein wunderschönes Bild, was ich aus einem Reel einfach mal abgescreenshottet habe. Ja, es ist halt einfach so, dass es komplett knatschpink ist und du hast hier eben die Hyaluronsäure drin, sodass man da dann auch eine Feuchtigkeit Spendung für das Gesicht bekommt. Es ist aber nichts, was dir jetzt sehr, sehr langfristig so einen Lifting-Effekt oder krasse Feuchtigkeit gibt oder so. Das ist halt einfach so ein Produkt, was ich auch so zum Beispiel immer mal wieder auch bei Dalton mitbestelle und manchmal dann auch einfach so als frische Kick zwischendurch verwende. Das verwende ich vor allem abends, weil darauf hält Make-up nicht ganz so gut. Das rollt sich dann leider und dementsprechend verwende ich die halt eher abends. Fand ich echt witzig, dass so viele auf diese Maske abgefahren sind. Ich glaube, sie sieht einfach vor allem witzig aus und sie gibt halt die Feuchtigkeitsspendung auch noch mit dazu, ne? Ich finde sie nach wie vor auch richtig cool. Du hast hier 94,5% natürliche Inhaltsstoffe sogar drin und das macht Dalton jetzt ja auch in letzter Zeit, dass die immer mehr bei den Neuauflagen oder auch bei den neuen Produkten darauf achten, dass die Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind, immer mehr, hochprozentiger und so weiter, ne? Dass keine Parfümstoffe und so weiter mehr drin enthalten sein sollen und es werden immer mehr Texturen überarbeitet, Packaging wird überarbeitet, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und ja, finde ich auf jeden Fall auch ein richtig schönes Produkt, aber ich fand es witzig. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass diese Maske auch eine eurer Favoriten ist. Vielmehr habe ich das hier auch wirklich in den Favoriten erwartet, weil ich schwärme da immer so von. Ne? Mein absolut liebstes Ampullenset, was es bei Dalton zu kaufen gibt, ist nun mal das Anti-Aging-Ampullenset. Es heißt Anti-Aging, ja, ist aber eher Slow-Aging, weil du kannst den Alterungsprozess des Lebens einfach nicht aufhalten. Du hast hier die absolut besten Ampullen drin, die Dalton zu bieten hat, meiner Meinung nach. Zum einen haben wir hier drin die Extreme Lift Ampulle, die auch einfach dafür da ist, damit so ein kleines Bügeleisen über dein Gesicht fegt. Ich mag sie vom Geruch her nicht ganz so gerne. Ich finde das ein bisschen zu, ich weiß nicht, ich mag den Duft von der Extreme Lift Reihe generell nicht so gerne. Aber ich finde die Ampulle vom Effekt her klasse. Die haben nämlich bei der kompletten Reihe auch diesen natürlichen Botox-Ersatz irgendwie mit da drin.
Das ist schon sehr, sehr crazy, ne? Aber ja, also ich finde die sehr geil, muss ich wirklich sagen. Und da hast du auch langfristig was von. Dann ist hier auch noch die Q10 Energy Boost Ampulle drin enthalten. Die habe ich heute Morgen aufgetragen, deswegen strahle ich auch gerade so. Nein, ich bin ja auch geschminkt, aber ne, das habe ich tatsächlich euch auch mitgefilmt. Und die mag ich sehr, 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 sehr gerne. Kann man super morgens verwenden, würde ich auch eher morgens verwenden. Du kannst sie auch abends verwenden, um dann am nächsten Morgen frisch auszusehen. Aber noch klüger ist es wirklich, die morgens anzuwenden, weil die auch diesen leicht erfrischenden Effekt hat. Durch diese leichte Kühlung, die sie mitbringt. Und das ist halt das Coenzym Q10, was quasi in dem Produkt drin ist oder in der kompletten Q10-Reihe, was mit dem hauteigenen Q10 kommuniziert, um den Zellstoffwechsel anzuregen. Und dadurch bekommt man halt diesen frischen Effekt, knack, das war die Hüfte. Da sollte ich auch mal Q10 drauf machen. Dann haben wir hier auch noch meine absolut liebste Ampulle drin, das ist die Caviar Deluxe Ampulle. Die hat eine so großartigen sichtbaren Effekt direkt. Also du siehst halt viel frischer damit aus, deine Haut ist genährter, irgendwie auch aufgeplammter, aber sie fühlt sich auch einfach fantastisch an. Also ich würde mir von Herzen wünschen, wenn Dalton in Zukunft mal eine Caviar Deluxe Reihe auf den Markt bringen würde. Und da spreche ich nicht von der goldglitzernden Maske, sondern ich spreche von Cremes, ich spreche von Seren. Oh, wie hammergeil wäre das bitte. Aber man darf Wünsche haben, ne? Ist so. Dann haben wir hier auch noch die Hyaluronic Urea Ampulle mit dabei, die sowohl Feuchtigkeit spendet, als auch die Haut beruhigt, was ich einfach mit einer trockenen, sensiblen Haut immer sehr, sehr gut gebrauchen kann. Und ja, die enthält halt Urea und Hyaluronsäure, das macht durchaus Sinn. Und dann haben wir hier eine Ampulle drin enthalten, die sich grundsätzlich mein Gesicht und auch meine Kaiserschnittnarbe oder wenn ich irgendwo anders irgendwie einen Ratscher habe oder so, ne, dann teile ich die auch immer darauf auf. Und das ist die C-Ampulle Skin Essential Activator, genau, also das soll quasi die, also mit Stammzellen soll das die Hautregeneration wieder verbessern. Da gibt es auch eine komplette Reihe zu, die einfach sackenteuer ist, aber die hat auch eigentlich ihre Daseinsberechtigung, aber die ist halt super teuer. Finde ich sehr schön. Hier haben wir es als Ampulle mit dabei, um einfach mal so ein bisschen da reinschnuppern zu können, und die ist super geeignet, wenn man sowohl einen Slow-Aging-Effekt haben möchte, weil du hast ja auch dadurch, dass deine Haut altert, eine Art von Mikroverletzung bei der Haut. Gleichzeitig ist es auch noch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel ja, Pickelmale hat oder sowas oder frische Pickel, die, ich weiß, aber wenn die Hautbarriere halt gestört ist und sie wieder regeneriert werden müsste, so kann man es am besten sagen, wenn du Mikroverletzungen bei der Haut hast und dann halt solche Stammzellenprodukte verwendest, dann ist das nun mal so eine Sache, dass die Regeneration von der Haut einfach verbessert wird. Ja, und da helfen diese Stammzellen, weil es ist Marine-Kosmetik und in Marine-Kosmetik-Produkten hast du Wirkstoffe drin enthalten, die sehr, sehr körperverwandt sind, weil das Leben aus dem Meer kommt und du bist Leben, ich bin Leben. Ganz evolutionstechnisch sind wir irgendwann mal aus dem Meer entstiegen und dementsprechend kennt unser Körper, unser Organismus halt sehr, sehr gut diese maritimen Inhaltsstoffe, Kaviar, Oyster und so weiter, ne? Stammzellen von irgendwelchen Planktongedönsen und so. Und deswegen ist es sehr, sehr hautverträglich. So, genau. Mega Ampullenset. Mache ich immer wieder leer, zeige ich euch immer wieder und ich liebe es von Herzen. Und bevor wir zu Platz 7 kommen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle Leute, die auf den Abo-Button geklickt haben. Ihr seid einfach großartig und wir haben es einfach geschafft, über 40.000 Leute zu sein. Also das ist unvorstellbar krass und ich bin einfach happy und volle Elle dankbar. Und auch deswegen, ja, deswegen möchte ich in diesem Video auch wieder was verlosen. Da gibt es zwei Adventskalender. Einmal ist das ein Parfori-Adventskalender, ein kompletter Parfüm-Adventskalender mit Nischendüften ist das. Und ein Lebenskompass-Adventskalender. Da geht es so ein bisschen um ja, Achtsamkeit und so weiter. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal rein. Und jetzt kommen wir auch zu Nummer 7. Das finde ich ein bisschen witzig. Ich glaube, da habe ich euch mit dem einen oder anderen Reel vielleicht sogar animiert. Sie passt meiner Meinung nach sehr, sehr gut in die Winterzeit, weil das ist für mich persönlich auch eher so eine Schneemannmaske. Übrigens super interessant, dass hier so viele Produkte auch zu finden sind bei unreiner Haut. Muss ich wirklich sagen, fand ich wirklich interessant. Genau, die Bubble Mask Oxy Infusion ist hier mit drin enthalten. Und das ist eine Maske, die eigentlich eine Tuchmaske ist, aber du legst sie auf dein Gesicht und siehst dann so aus nach einer gewissen Zeit. Es geht relativ schnell. Also die schäumt richtig auf. Und da kannst du dich jetzt nicht irgendwie super viel bewegen, staubsaugen oder sonst irgendwas, weil das passiert sehr, sehr schnell und die schäumt sehr, sehr intensiv. Was sie halt einfach dadurch macht, ist, dass sie dann quasi mit
ihren Wirkstoffen auch richtig schön in die Haut eindringen kann, die Poren reinigt, das Gesicht reinigt, ohne einen Quietscheffekt zu hinterlassen. Weil wenn du die dann eine gewisse Zeit einwirken lassen hast, was nicht lange dauert, ne? Also ich sagte ja 10 Minuten maximal, dann kannst du die abwaschen und du hast danach eine so weiche Haut. Also ich habe auch eine Freundin, die mal verwendet hat, die hat sich kaputt gelacht und gleichzeitig mir gesagt, sie hat noch nie so eine schöne weiche Haut gehabt. Und das ist wirklich so, ne? Und das macht dieses Produkt halt einfach mit seinen Inhaltsstoffen und das macht dieses Produkt einfach sehr, sehr gut. Tatsächlich ist diese Maske auch eher so zu sehen, dass du sie anstelle von einem chemischen oder einem enzymatischen Peeling verwenden solltest, weil die enthält ganz milde Fruchtsäure-Peeling-Segmente. Ne? Also, dass man da halt wirklich sagt, okay, wenn ich vorher ein Enzym-Peeling oder ein Fruchtsäure-Peeling oder ein chemisches Peeling gemacht habe, nicht noch diese Maske verwenden, weil das könnte zu viel für die Hautbarriere sein, anstelle von. Verwende ich die dann einfach, ne? Und gleichzeitig haben wir hier auch noch Aloe Vera drin enthalten, was dann ja auch die Haut beruhigt und Feuchtigkeit spendet. Und das finde ich sehr, 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 sehr nice. Ihr seid einfach witzig, dass ihr das hier mit reingewählt habt, quasi. Als nächstes etwas, was ich dann auch direkt nach dieser Bubble Mask verwenden würde, nach jedem chemischen Peeling, nach jeder Zerstörung einer Hautbarriere oder wie auch immer, immer wenn meine Haut halt irgendwie es nötig hat, bekommt sie das Triple Ceramide Serum. Ja gut, ich habe halt wirklich eine super sensible Haut, deswegen kann ich sowas theoretisch auch jeden Abend anwenden. Du kannst es auch morgens anwenden, aber dann brauchst du halt auch wirklich relativ sehr trockene Haut, weil das auch ein etwas reichhaltigeres Serum ist. Das sieht man ja auch, ne? Das ist halt eher so wie so eine Milch quasi. Und ja, da haben wir halt 3 verschiedene Arten von Ceramiden drin enthalten und die sorgen einfach dafür, dass deine Haut repariert wird, dass sie regeneriert wird, dass es ihr gut geht. Und deswegen liebe ich dieses Serum halt so unglaublich. Das ist mit schützendem Goldseetang und Panthenol und genau das ist das, was meine Haut halt liebt, ne? Und deswegen freue ich mich mega, dass ihr das halt wirklich auch auf Platz Nummer 5 gewählt habt. 6, Entschuldigung. Und ja, wundervolles Produkt, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann. Diese High Concentrates von Dalton bekommt man auch in einer kleinen Variante. Jetzt kommen wir aber zu Platz Nummer 5. Und da war ich sehr erstaunt. Ich fand es aber richtig cool. Ich habe mir das jetzt auch in einer neuen Verpackung geholt. Und zwar ist das die Push-Up-Effekt Hals- und Dekolleté-Creme. Das ist diese hier. Da sind 50 ml drin. Und hier sehen wir auch die neue Verpackung. Also Dalton hat ja umgestellt, ne? Dass wir hier jetzt auch diese wunderschönen Glasverpackungen haben, die auch richtig schön handschmeichelnd sind. Und die trage ich mir dann auch wirklich auf Hals und Dekolleté auf. Ich brauche da auch nicht viel von und die gibt einen wirklich guten Effekt. Ich habe das ganz gerne. Sollte man nicht, also Leute, ganz ehrlich, geht niemals zu nah an den Spiegel und macht das auch nicht aus komischen Winkeln. Ich mache das aber einfach ständig. Ne? Warum mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Also manchmal ist es so, ja doch eigentlich schon, wenn ich so auf mein Handy gucke und so nach unten gucke, ich weiß nicht, dann gucke ich irgendwie komisch und dann habe ich hier so Falten. Ne? Und da fällt mir dann ein, okay, Claudi, du solltest deine Skincare mal wieder ein bisschen weiter runterziehen oder halt mal wieder zu diesem Schätzelein greifen. Und die hilft euch wirklich sehr, dass quasi Hals und Dekolleté schön aufgeplumpt werden. Diese ganzen Knitterfältchen werden einfach weggebügelt und es ist ein ohne Krümeln super schöner, nährender Effekt. Und das sieht man halt einfach, wenn man diese Creme langfristig auch wirklich verwendet. Und das schreiben mir auch viele von euch tatsächlich immer wieder. Deswegen hätte das mich gar nicht so überraschen sollen. Aber das ist auch wirklich ein richtig großartiges Produkt, was einfach Spaß macht, weil man halt wirklich nach ein paar Tagen schon den Effekt wirklich sieht. Wenn ihr die erstmal austesten wollt, ne, gibt es die auch tatsächlich in der Reisegröße, habe ich gerade gesehen. Also das ist natürlich auch ganz nice, aber das ist natürlich noch schöner so, ne, in dieser schönen Glasverpackung. Hier haben wir tatsächlich auch Plankton und Mandelöl mit drin enthalten und reduziert Seitenschläferfalten steht hier sogar drauf. Das finde ich ziemlich funny. Ich bin ja Bauchschläfer, aber manchmal schlafe ich auch auf der Seite. Und diese Seitenschläferfältchen, die ja so genannt werden, sind quasi die, wenn du so auf der Seite legst, und dir das hier so mal im Dekolleté anguckst, ne? Das sind hier so diese Fältchen. Ja, da muss ich ganz schön viel drücken bei mir. Ich weiß, ich habe keine Stillbrüste mehr. Dann sind die mir von alleine so. Egal. Auf jeden Fall, ja, großartiges Produkt. Finde ich ziemlich cool, dass ihr das auch hier mit reingewählt habt. Jetzt kommen wir zu Platz Nummer 5.
Und die kann ich wirklich verstehen. Also das ist meine kleine Hulk-Maske. Das ist die Anti-Pickel-Tuchmaske. Auch die kann man halt dann wirklich einmal verwenden und nicht nochmal, weil die verwendest du ja auch meistens, wenn deine Hautbarriere gestört ist, wenn du quasi Unreinheiten hast. Also ich persönlich verwende die halt quasi, wenn ich meine Tage habe oder wenn ich meinen Eisprung habe. Und das soll für reine Haut sorgen. Aber sie macht halt nicht, dass die Haut austrocknet. Und das finde ich einfach super, super geil. Ne? Ja, auch hier haben wir das Ganze überarbeitet mit 99,2% natürlichen Inhaltsstoffen. So schaut es einmal aus und ja, so schaut es aus, wenn man sich die dann entsprechend aufträgt. Man sieht wirklich aus wie Hulk, ne? Ich finde es witzig und ich gucke da natürlich auch super großartig, weil ich das in einem Reel gefilmt habe und dann screengeschottet habe. Hier haben wir die Peptide drin enthalten. Peptide sind immer ganz gut, wenn du halt deine Hautbarriere wieder stärken möchtest. Ne? Die ist nämlich gestört, Quatsch, wenn du die stärken möchtest, die ist nämlich gestört, wenn man Unreinheiten hat. Dann ist irgendwas im Argen oder es ist einfach so, dass du eben durch den Pickel auch eine gestörte Hautbarriere bekommst. Dann ist hier Teebaumöl drin enthalten. Das kennt man ja auch. Das nimmt man ganz gerne als relativ natürliches Mittel, wenn man Unreinheiten hat. Ne? Das ist nicht ganz so aggressiv. Das ist eher sanft unterwegs. Hilft aber auch tatsächlich dem Pickel, ja, die Entzündung halt zu hemmen. Dann ist ja auch noch Gurkenextrakt mit dabei, damit die Unreinheiten halt generell reduziert werden können. Das ist halt auch so ein bisschen feuchtigkeitsspendend, damit das Ganze halt nicht zu austrocknet wirkt. Ne? Und das finde ich halt einfach so klug gemacht. Und ja, deswegen kann ich sehr gut verstehen, weswegen ihr die auch dann ganz gerne immer mal wieder verwendet. Weil ich verwende sie auch ständig, weil ich einfach finde, dass es so ein kleiner Dirty Little Helper ist, der mir immer wieder in solchen freaky Momenten hilft. Ne? Kommen wir zu Platz Nummer 4 und das hatte ich sogar jetzt auch letztens in meinem Project Pen mit drin. Ich habe jetzt ja umgestellt wieder auf chemische Peelings, bin jetzt erstmal beim PHA, aber ich denke, das wird jetzt so, ja, ich denke heute oder in den nächsten Tagen leer gehen, ne? Und dann steige ich um auf AHA, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Naja, auf jeden Fall ist hier das Enzympeeling Puder. Oh ja, Platz Nummer 4 und das verwende ich auch liebend gerne im Sommer und ihr seht, wie lange man damit auskommt. Ne? Also ich habe das ja wirklich seit Mai verwendet und das ist immer noch eigentlich mehr als zur Hälfte gefüllt. Also muss man ja wirklich sagen und du hast hier so viel Produkt drin. Das ist unglaublich. Du brauchst nur ganz, ganz, ganz wenig. Lasst euch da nichts anderes erzählen. Ne? Du brauchst wirklich wenig. Ich habe hier mal ein Video gedreht. Das ist auf Claudis Bunte Welt online gekommen. Da zeige ich euch ein bisschen was zur Anwendung. Da könnt ihr gerne nach diesem Video vorbeischauen oder jetzt und dann wiederkommen, wie ihr möchtet. Ne? Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr angenehmes Peeling, wo du erst denkst, da kommt doch nichts von. Aber wenn man das regelmäßig anwendet, wird sich euer Hautbild verfeinern. Du hast hier dieses Enzym oder diese Enzyme aus Papaya irgendwie mit dabei, die halt wirklich ganz, ganz leicht deine abgestorbenen Hautschüppchen lösen, runternehmen. Du spürst es nicht, aber du merkst es halt im Laufe der Zeit, weil das Hautbild verfeinerter aussieht. Es sieht alles viel, viel gesünder aus. Die Wirkstoffe, die du danach verwendest, können viel, viel tiefer in deine Haut eindringen. Einfach, weil da kein Türsteher mehr vorsitzt und sagt, nee, kommst du nicht rein, sondern weil es einfach die Möglichkeit hat, in die Haut reinzukommen. Ne? Und das Ganze ist halt auch wirklich super sanft. Es ist super geeignet in Schwangerschaft, Stillzeit, bei super sensibler Haut. Ne? Also wirklich empfehlenswert, ein absolut tolles Einsteiger-Peeling. Und ich liebe es einfach, dass Dalton das dieses Jahr halt wirklich in diesem Glas-Tiegel rausgebracht hat, Glasflasche. Und man so für sich ganz persönlich portionieren kann, wie viel man davon verwenden möchte. Und man hat dadurch einfach richtig viel von. Platz Nummer 3 ist wirklich überhaupt keine Überraschung, denn das sind die besten Augenpatches, die es gibt. Ich habe hier letztens mal ein Reel gefilmt, wo ich geheadbanged habe mit diesen Augenpatches. Die haben das astrein mitgemacht. Du kannst damit alles machen. Du kannst damit an der Decke über Kopf staubsaugen, sofern du schaffst, an die Decke zu kommen. Aber du kannst damit wirklich alles machen und sie haben halt diesen Glättungseffekt mit dabei. Die machen, dass die Knitterfältchen weggebügelt werden. Das sind halt keine Pads, die hier rauskommen und triefend nass sind, sondern sie haben halt vor allem diesen Anti-Aging-Effekt mit dabei, den Bügeleisen-Effekt. Ne? Und das machen die großartig. Und deswegen kann ich es verstehen, dass ihr das auch so großartig findet. Ich finde es toll, dass Dalton auch hier wieder was ganz überarbeitet hat, dass du 97% natürliche Inhaltsstoffe hast, dass dieses Sachet auch entsprechend recycelbar ist und so weiter. Ne? Dass man theoretisch die Pads, die hier drin sind, im Kompost entsorgen kann. Also da haben die wirklich auch wieder
viel Know-how reingesteckt und tatsächlich das Produkt an sich ist einfach mega geil. Im Sommer packt euch das in den Kühlschrank, dann ist es noch kühlender, noch abschwellender. Es macht einfach Spaß, Hyaluronsäure ist hier drin, Plankton ist hier drin, Panthenol ist hier drin. Macht Spaß, ne? Auf jeden Fall mitbestellen, dass wenn ihr euch mal irgendwann irgendetwas von Dalton bestellen möchtet, denkt an diese Augenpads, weil das sind die besten, die ich je getestet habe und die sind halt einfach ihr Geld wert. Kannst du nichts anderes zu sagen, weil du hast diesen Effekt auch langfristig. Du hast ihn nicht nur von heute auf morgen, sondern wirklich für 2, 3, 4 Tage und vor allem bevor ich ein wichtiges Event habe, ein wichtiges irgendwas, ne, dann mache ich mir die halt vorher drauf oder wenn ich halt eine richtig furchtbare Nacht hatte. Die helfen einfach richtig gut, die werden dir nicht dein komplettes Gesicht verformen, aber die werden dafür sorgen, dass halt hier diese Trockenheitsfältchen, die Knitterfältchen einfach ein bisschen besser weggebügelt werden. Und das liebe ich. Genauso liebe ich diese Maske und ich habe mich so gefreut. Es ist nur Platz 2. Ihr werdet über Platz 1, glaube ich, ziemlich lachen. Das ist diese Hydrolift Express Maske. Kannst du bis zu 3-mal verwenden, sofern deine Hautbarriere nicht, also wenn die intakt ist, ne? Wenn du nicht irgendwelche Unreinheiten hast, irgendwelche Ratscher oder so, denn man sollte schon dafür sorgen, dass es auf gereinigte Haut draufkommt und dass die Maske dann auch entsprechend nicht irgendwas von deinem Gesicht quasi mit wieder hier reinbekommt, wenn man die halt nochmal verwenden möchte. Das ist eine Maske, die gibt euch Feuchtigkeit, die gibt euch das Bügeleisen, die ist auch super geeignet unter Make-up, also auch das ein Produkt, was ich euch immer wieder empfehle. Und was super geeignet ist, wenn man halt wirklich irgendwas Wichtiges vorhat, ne? Da ist die einfach richtig gut geeignet. Oder wenn man sie verschenken möchte und irgendwem etwas richtig Gutes tun möchte, da kommt man damit einfach richtig gut voran. Ich habe schon so viele Leute damit glücklich machen können und euch offensichtlich auch. Das finde ich echt cool. Ja, wir haben hier auf jeden Fall dieses straffende Plankton drin enthalten. Da sind wir auch wieder bei diesen Meereskosmetik-Themen. Ne? Hyaluronsäure ist natürlich auch mit dabei. Und nach dem Benutzen zusammenfalten, wieder reinpacken. Da ist so viel Serum drin. Verwendet das. Oder natürlich, wenn eure Hautbarriere nicht so intakt ist, ihr aber trotzdem die Maske verwenden möchtet, aber das Serum auch noch auffangen möchtet, da gibt es ja so leere Pöttchen, die man sich so kaufen kann. Oder wenn ihr irgendwann mal einen Cremetiegel leer gemacht habt, aufbewahren und dann immer sowas reinmachen. Das mache ich ganz gerne auch bei Tuchmasken zum Beispiel. Kommen wir zu eurem Platz Nummer 1 und ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass ich euch das immer wieder empfehle. Das ist der Ampullensprüher. Das ist so witzig, Leute, muss ich wirklich sagen. Aber das ist auch ein mega geiles Produkt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch die Q10-Ampulle reingemacht. Du kannst da auch andere Ampullen reinmachen. Also es ist nicht nur für Dalton-Ampullen geeignet, ne? Ich habe euch hier mal heute Morgen ja mitgefilmt, wie ich das dann entsprechend auch reingemacht habe. Das ist super easy. Das Einzige ist, dass man, wenn man dann die Ampulle aufgebraucht hat, das nicht so easy rausbekommt. Entweder kann man natürlich hier unten ein bisschen dran wackeln. Da sind mir aber schon ein paar Ampullen tatsächlich zerbrochen. Also würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Ich mache das tatsächlich so, dass ich das hier oben abschraube. So, ne? Hab dann ja auch meinen Stab hier. Und dann kann ich von oben mit zum Beispiel einer Schere oder einem Kugelschreiber, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser, hier oben reindrücken und dann löst die Ampulle sich. Macht das vorsichtig, ne? Dann habt ihr da auch überhaupt keine Probleme mit. Ich habe schon von vielen Kolleginnen auch gehört, ja, der Ampullensprüher ist super, aber wie kriege ich denn meine Ampulle wieder raus? So, das ist so mein kleiner Tipp noch mit am Rande. Genau, wie gesagt, immer vorsichtig machen. Ich finde das toll. Du kannst dir solche Ampullen dann wirklich auch aufteilen auf 2, 3 Anwendungen, je nachdem, wie oft man die verwenden möchte, ne? Wie viel Gesicht man hat, wie tief man das auch runterziehen möchte. Und du kannst das super portionieren. Er ist nicht dafür geeignet, sich das halt direkt in einem Sprühnebel aufs Gesicht aufzusprühen, aber er ist halt für die Portionierung super geeignet. Also absolute Empfehlung, immer wieder von meiner Seite aus. Der kostet ein Apfel und ein Ei und ist einfach großartig. Ich mag den und verwende den auch immer wieder, wenn ich Ampullen halt verwende. Und ja, damit hast du einfach mehr davon, ne? Ja, das waren eure Top 10. Hättet ihr damit gerechnet? Vermisst ihr irgendein Produkt hier in den Top 10? Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.